Frankreich will seinen Militäreinsatz in Mali ausweiten. 2500 Soldaten sollen insgesamt in das westafrikanische Land geschickt werden. Zurzeit ist es knapp ein Drittel. Weitere Einheiten unterstützen den Einsatz von anderen afrikanischen Ländern aus, wo Frankreich Militärstützpunkte hat. Ihr Staatspräsident gibt sich entschlossen. Man werde die Terroristen zerstören, sagt François Hollande, wenn möglich sie gefangen nehmen und sicherstellen, dass sie in Zukunft keinen Schaden mehr anrichten könnten. Et faire en sorte qu'ils ne puissent plus nuire à l'avenir. Bei dem Einsatz gehe es nicht einfach darum, eine Linie zu verteidigen. Schließlich gäbe es im Landesinneren auch gar keine Grenzen. Il n'y a pas de frontière à l'intérieur du Mali. Drei Ziele für den Einsatz nennt der Präsident: den Angriff der Aufständischen aufzuhalten, die Hauptstadt Bamako zu sichern und Malis Staatsgebiet zu bewahren. Das soll so viel heißen wie, den Landesnorden wieder von den Aufständischen zurückzuerobern und ihnen nicht einfach eine Hälfte des Landes zu überlassen. Zu den Aufständischen zählen mehrere Gruppen. Einig sind sie sich darin, dass sie den Norden von Mali jeweils für sich und einen eigenen Staat haben wollen.